Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es betrübt mich wirklich. Ich muss den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und Einsatzkräften im Katastrophenschutz heute sagen, eine Wertschätzungsprämie bekommt ihr in Nordrhein-Westfalen nicht, denn CDU, SPD, FDP und Grüne sind dagegen. Sie sind auch dagegen, wie ebenfalls von uns beantragt, dass Feuerwehrmänner und Frauen ein zusätzliches Ehrenzeichen gestiftet bekommen. Das verstehe wer will. Ich persönlich verstehe das nicht, denn es geht hier um die Menschen, die uns schützen und helfen. Um die Bürger, die sich ehrenamtlich für unsere Gemeinschaft einsetzen. Nachts, am Wochenende bei Fehlalarm oder beim Großbrand. Ich danke diesen Menschen dafür, denn das sind die Helden des Alltags. Als AfD-Fraktion stellen wir uns daher bedingungslos vor und hinter unsere Einsatz- und Rettungskräfte. Insofern hat CDU-Kollege Dr. Katsidis schon recht, wenn er in seiner vorigen Plenarrede davon spricht, dass das ja bei uns System hat, als sei das was Negatives. Ja, Herr Dr. Katsidis, wir setzen uns für unsere Einsatz- und Rettungskräfte genauso ein wie für unsere Polizisten und Soldaten, besonders dann, wenn andere das vernachlässigen. Dass Ihnen das nicht gefällt, das sagt doch dabei mehr über Sie und die CDU aus als über uns. Wo ist ja das Problem, bei so einer Sache einfach mal mitzustimmen? Oder wenn Sie dann Ärger mit Frau Merkel bekommen, dass Sie davor Angst haben, kann ich ja verstehen, dann verändern Sie den Antrag doch ein bisschen. Packen Sie noch was drauf, ändern Sie 2, 3 Kommas, verändern Sie 2, 3 Sätze, bringen Sie das als Ihren Antrag ein. Und für mich ist es kein Problem, das ist mir völlig wurscht, da stimmen wir dann auch gerne von Herzen mit, aber Sie haben diese Chance ja bis jetzt vertan. Denn es geht hier um die Sache. Und diese parteitaktischen Spielchen, Gutes nur deshalb abzulehnen, weil es von der AfD kommt, das schadet doch nicht uns, wie Sie vielleicht kurzfristig meinen. Das schadet den Menschen, um die es geht. In diesem Fall den Ehrenamtlern bei Katastrophenschutz und Feuerwehr. An diese Art von Parteipolitik, das will ich Ihnen mal sagen, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Und ich sage Ihnen auch, daran will ich mich auch gar nicht gewöhnen. Über die Höhe der Wertschätzungsprämie kann man diskutieren, das ist keine Frage, aber doch nicht über Sie als Instrument der Anerkennung. Jeder Fraktion steht es frei, diesbezüglich einen Änderungsantrag vorzulegen. Denn ein Nein zu unserem Gesetzentwurf, wie von Ihnen angekündigt, ist dann auch ein Nein zur Wertschätzungsprämie für die ehrenamtlichen Einsatz- und Rettungskräfte. Und ich will an dieser Stelle auch noch einmal deutlich machen, nur weil die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die materielle Wertschätzung in Umfragen nicht an die erste Stelle setzen, kann das doch keine Rechtfertigung dafür sein, eine solche Wertschätzungsprämie von vornherein abzulehnen. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade diese auch moralisch vorbildliche Haltung verdient geradezu unsere Anerkennung. Meine Damen und Herren, andere Bundesländer haben eine Prämien- oder Rentenlösung. Und es ist völlig lächerlich, hier als Vorwand auf unterschiedliche Hilfefristen hinzuweisen. Fakt ist, es gibt einen Handlungsbedarf zur Unterstützung des Ehrenamtes im Brand- und Katastrophenschutz. Und entweder die Politik erkennt diese Handlungsnotwendigkeit endlich an, oder sie wird von der Realität der drohenden Pensionswelle überrollt werden. Nicht von ungefähr führen deshalb immer mehr NRW-Gemeinden eine Feuerwehrrente ein und wie stringent das mit Zustimmung der kommunalen Vertreter der anderen heute für das Land ablehnenden Fraktionen. Meine Damen und Herren, versetzen Sie sich doch einfach mal in die Lage der Leute. Die werden jederzeit aus dem Schlaf gerissen. Und wenige Minuten später stehen Sie bei erhöhter Gefahr für das eigene Leben, womöglich in einem brennenden Haus. Wenn ich täglich sehe, für was für einen Klimbim hier Milliarden an Steuergeldern verbraten werden, aber für die Feuerwehr kann es keine Wertschätzungsprämie geben? Meine Damen und Herren, das ist nicht in Ordnung, aber ich sage Ihnen eins, wenn wir regieren, bringen wir das in Ordnung. Herzlichen Dank, schönes Wochenende.